beiden Eltern waren Berufsmusiker. Und so lag es nahe, dass ich musikalisch erzogen wurde. Zunächst am Klavier, später an der Orgel und auch ein wenig auf Streichinstrumenten. Ich habe mal Geige gespielt, nicht gut, aber als Kind eben doch gerne. Und dann in späteren Jahren habe ich mal Kontrabass gespielt. Also das sind so meine musikalischen Hintergründe. Ich kann mich selber noch relativ gut daran erinnern, als ich das erste Mal im Chor gesungen habe. Ich war ungefähr 15 Jahre, ich habe relativ spät angefangen. Und da saß ich in der Bassgruppe, da waren 8 bis 10 andere Basssänger. Und beim ersten Ton hatte ich sofort den Eindruck, ich war umhüllt von Klang. Und diese Faszination, glaube ich, ja, wünsche ich jedem Menschen, jedem Chorsänger, das zu haben. Ich erinnere mich auch, dass ich schon als kleiner Bub, nachdem ich die ersten Dirigenten gesehen hatte, mit der Stricknadel der Oma im Wohnzimmer stand und die Klänge aus dem Radio choreografiert habe. Und dann kamen einige glückliche Umstände. Wir haben ja hier in unserem Ort kleine Verhältnisse, jeder kennt jeden. Die Strukturen auch in den Schulen waren sehr übersichtlich. Und dann gab es eine Musiklehrerin, die sehr ambitioniert war. Und wir haben in dem Alter, also 14, 15-jährig, haben wir ganz viel vierstimmige Literatur gesungen. Und viele Stücke, die ich heute noch musiziere, habe ich damals kennengelernt als Schüler. Nun, es kam natürlich einfach ganz grundsätzlich davon her, dass ich schon in meinen Studienzeiten, das heißt schon am Anfang der Studienzeiten, diese wunderbare Gechinger Kantorei hatte. Also das waren Freunde von mir, die diese Musik, die Chormusik schön fanden. Und ich hatte dann das Vergnügen, diese Gruppe zu leiten. Es ergab sich, dass in unserem kleinen Kirchlein, als es damals keinen Kirchenchor gab, wir auf die Idee kamen, da muss was passieren. Und an irgendeinem Weihnachtsfest haben wir uns dann zusammengetan und gesungen. Und das habe ich damals gleich angeleitet. Ich hatte damals auch Klavierunterricht dann. Und das waren die Anfänge, schon zu Schulzeiten. Im Gymnasium in Freiburg wurde mir dann bei Schulkonzerten der Schulchor schon mal überlassen. Dann kam die Bekanntschaft mit einem großen Chor in Freiburg, dem Freiburger Bachchor. Auch die persönliche Bekanntschaft mit der Familie des Dirigenten. Das war für mich eine ganz aufregende Zeit. Ich habe also als Gymnasiast die großen Werke, Verdi Requiem, Matthäus Passion, Schöpfung, mitgesungen, kennengelernt. Und Sie können sich vorstellen, das waren Urerlebnisse, die bis heute nachwirken. Musik ist ja eine wahnsinnig komplizierte Angelegenheit. Und in der Chormusik haben wir es natürlich mit einem Ensemble zu tun, mit Orchester, dann nochmal mit Instrumenten, also ein sehr weit gefächertes Stimmen, einen weit gefächerten Stimmenambitus und sehr große Anzahl an Instrumenten. Und diese Komplexität habe ich durch das Physikstudium ein wenig schon früher erfassen können. Zum Beispiel eine Partitur schneller erfassen zu können. Und ein weiterer Schwerpunkt im Physikstudium war für mich das Diplom bzw. die Diplomarbeit. Ich hatte meinen Schwerpunkt in Akustik gesetzt, dort im Bereich musikalische und Raumakustik, habe dort auch meine Diplomarbeit geschrieben. Und da ging es um Ensemblespezifika im Chor. Das heißt, wie sind die Chorsänger aufgestellt in einem Chor, wie sind die formiert und wie
wirkt sich das auf den Klang aus? Und welchen Klang produziert jeder einzelne Sänger, um dann in der Summe einen Chorklang zu erzeugen? Also Chorleiter ist ein, wenn man es hoch veranschlagt, ganz normaler Beruf, der viel Arbeit, Vorbereitungsarbeit erfordert und dann eben auch viel organisatorische Dinge beinhaltet. Und das hat mir damals Spaß gemacht und so habe ich das gerne weiter in meinem Leben immer wieder auf anderen Ebenen gemacht. Also für mich ist Chorarbeit besonders faszinierend durch die Vielfalt, die entsteht. Wir haben eine Vielfalt an Klangmöglichkeiten, an Dynamikbandbreiten, die man eigentlich in anderen Ensembles nicht in dieser Breite hat. Da die Stimme ein sich immer änderndes Instrument ist, von Vokal zu Vokal, von Konsonant zu Konsonant, haben wir quasi immer Klangveränderungen, Instrumentveränderungen und das in der Summe in einem Chor. Das macht eine so große Faszination im Klang aus und damit eine wahnsinnige Vielfalt in der Arbeit. Die Freude am Handwerk auch. Ich kann sogar sagen, die Lust am Handwerk. Der Moment, wo man selbst etwas Neues erfährt und lernt, ist immer ein schöner Moment. Ich denke, Chor ist ein sehr... Ein multidimensionales System. Es ist erstmal ein soziales Netzwerk. Das heißt, man trifft sich, man kommt zusammen, man lernt neue Personen kennen und besonders im Klang zu verschmelzen, das ist eine der besonderen Phänomene von Chorsingen und von Chormusik. Wie gesagt, anstrengend auch, aber faszinierend unterm Strich und beglückend, wenn es gut geht. Naja, Sie müssen, wie ich sage, Sie müssen die Musik lieben. Das heißt, Sie müssen sie gut kennen. Das heißt, Sie müssen die Partituren studieren. Sie müssen analysieren. Sie müssen das Wichtige vom weniger Wichtigen unterscheiden können. Und das dann einerseits verbal in Proben und andererseits gestisch in Aufführungen verständlich machen. Was für uns ganz wichtig ist als Chorleiter und Dirigent, ist eine Balance von psychisch-physischer Stabilität und einer ganz großen Sensibilität. Das brauchen wir. Die Dirigiertechnik, so gut es geht, zu stabilisieren und zu verfeinern und auch eine breite Variabilität der Probenmethodik. Das sind zwei ganz wichtige Basisparameter. Er möge sich so umfassend wie möglich ausbilden lassen. Und dazu gehört auch das eigene Singen, pflegen, lebenslang. Ich glaube, jemand, der die Entscheidung fällt, Chorleiter zu werden, als sein Hauptberuf, sollte sich so breit wie möglich aufstellen. Das heißt, er sollte möglichst die verschiedensten Facetten der Chorleitung kennenlernen. Zur Chorleitung gehört für mich automatisch auch Umgang mit instrumentalen Ensembles dazu. Das heißt, auch im Bereich Orchesterleitung. Sonst wäre das chorsymphonische Repertoire gar nicht zu bewältigen. Die Orchesterleitung empfand ich als unbedingt eine notwendige Ergänzung, denn wir wissen ja, dass die reinen Chorleiter manchmal einen etwas schweren Stand haben in der Akzeptanz. Und er muss vor allem selbst Freude an der Musik haben und dann muss er eine Gabe haben, das an andere weiterzugeben, auch Freude daran haben. Das, was er selbst mal irgendwo und irgendwie erfahren, gelernt hat, an andere weiterzugeben. Das ist ja eine Lehrtätigkeit und die schätze ich bis heute.